So, liebe Bären und Hasen, es soll heute um Lego gehen und zwar um die Helmet Collection. Aber nicht jetzt um die Star Wars Helme, sondern um Iron Man. Denn nach der Star Wars Collection mit dem Stormtrooper, dem TIE Fighter Blut und Boba Fett, weil alle lieben Boba Fett, gibt es jetzt auch aus der Marvel-Serie Iron Man. Hat ein bisschen weniger Teile, hat nur 480 im Vergleich zu den 500 bis 700 von den Star Wars Helmen. Kostet aber genauso 60 Euro. UVP, natürlich im freien Handel immer ein bisschen günstiger. Ja, ist ja nicht ganz unumstritten, der Iron Man. Weil er schaut so ein bisschen komisch aus auf dem Bild. Genauso auf der Rückseite. Jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen, der ist halt einfach nicht so fotogen. Ich kenne das allzu gut. Deswegen würde ich sagen, wir bauen das gute Ding einfach auf und schauen es uns an. One eternity later. Und da haben wir das gute Stück. Ich muss zugeben, es ist kein Fotoproblem. Es ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Er wirkt etwas schmalgesichtig. Was auch wieder aufgefallen ist, ist, dass das Dunkelrot leider nicht immer dieselbe Farbe hat. Genauso wie das Metallic Gold. Und das ist ja ein Qualitätsproblem, was wir von Lego leider momentan kennen. Dabei ist natürlich auch so eine Anleitung, wieder ganz normales Booklet, dürfte niemanden vor Schwierigkeiten stellen. Und jetzt müsst ihr alle stark sein. Sticker. Und zwar die Augen, also die Slopes, die die Augen darstellen, sind mit diesen Stickern beklebt, dass sie halt diesen weiß-blauen Teil haben. Ansonsten gibt es halt noch drei Drucke. Zum Beispiel hier diese Ohrmuscheln auf diesen Round Plates und natürlich unten das Schild. Was bei dem Modell so ein bisschen auffällt, ist, es hat hier so viele bewegliche Teile und man kann das hier so hinfrickeln, aber es bewegt sich immer. Ja, es ist alles so ein bisschen wackelig. Und er kann auch den Mund öffnen. Nein. Also ich muss sagen, wenn man das jetzt mit den Star Wars Köpfen vergleicht, dass Iron Man nicht so gut getroffen ist. Ich meine, wer jetzt ein Iron Man Fan ist, der wird das vielleicht verkraften. Und schön wäre es, wenn einfach Lego diese Farbabweichung im Griff kriegen würde. Hoffen wir trotzdem, dass Lego noch viele weitere Sachen aus dieser Helmet Collection bringt. Sei es Star Wars, sei es Marvel, sei es vielleicht sogar DC. Wir schauen einfach mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.